Unser Anfang geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst am heutigen Erntedankfest. Wir haben drei Besonderheiten. Die eine Besonderheit ist schon mal die Anfangszeit. Schön, dass die meisten sich daran erinnert haben, dass wir heute erst um 10 beginnen. Wir hatten ja ursprünglich geplant, diesen Gottesdienst zusammen mit den Schülern der Martin-Luther-Schule durchzuführen. Das ging wegen Corona leider nicht. Und damit kommen wir zur zweiten Besonderheit des Erntedankfest-Gottesdienstes in diesem Jahr. Normalerweise sammeln wir im Erntedankfest-Gottesdienst die Kollekte durch Umgang am Altar ein. Auch darauf verzichten wir dieses Jahr aufgrund von Corona. Wir dürfen aber dennoch gerne reichlich opfern und Gott danken. Am Ausgang sind die Kollektenbüchsen dafür da. Und die dritte Besonderheit, natürlich, wir feiern ein Dankfest. Und dass Sie heute hier sind, zeigt mir ganz deutlich, Gott hat Sie und hat uns alle nicht vergessen. Und wir haben reichlich Grund, Gott zu loben und zu danken. Das wollen wir heute tun in diesem Gottesdienst. Gestatten Sie mir noch einen letzten Hinweis. Es wird heute kein Orgelnachspiel geben. Dafür wird der Chor draußen vor der Kirche heute zum Ausgang drei Stücke singen. Sie sind herzlich eingeladen, mit hinauszugehen dann zum Ausgang und den Chor draußen zu hören. Gott, der segne nun diesen Gottesdienst an unser aller Herzen. Amen.
Lasst uns vor Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, vor dem unser Leben und unser Herzen offenbar sind, unsere Sünden bekennen und ihn im Namen unseres Herrn Jesus Christus um Vergebung bitten. Allmächtiger, barmherziger Gott, du hast deinen eingeborenen Sohn für uns in den Tod gegeben. Vergib uns um seinetwillen alle unsere Sünden. Sende uns deinen Heiligen Geist, der in uns wahre Erkenntnis deiner Liebe schaffe und erhalte. Bewege uns durch dein Wort zu wahrem Gehorsam und lass uns das ewige Leben aus deiner Gnade durch unseren Herrn Jesus Christus erlangen. Amen. Der allmächtige, barmherzige Gott hat sich über uns erbarmt. Er hat seinen eingeborenen Sohn für unsere Sünde in den Tod gegeben. Um seinetwillen hat er uns verziehen. Allen, die an seinen Namen glauben, hat er die Macht gegeben, Gottes Kinder zu sein. Er hat ihnen seinen Heiligen Geist verheißen. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen. Lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
geschrieben steht im 2. Korintherbrief im 9. Kapitel. Meine Lieben, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren lassen und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in aller Einfalt, die durch uns wirkt, Danksagung an Gott. Halleluja! Lobet den Herrn, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön. Halleluja! Das will ich tun.
Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Gelobt seist du, Herr Jesus. Lasst uns Gott preisen mit dem Lobopfer unserer Lippen und mit dem Bekenntnis unseres heiligen christlichen Glaubens. Wir wollen dies tun mit den Worten des nizänischen Glaubensbekenntnisses, wie es in ihrem Bankreim oder im Gottesdienstblatt finden. Ich glaube an einen einigen, allmächtigen Gott, den Vater, Schöpfer Himmels und der Erde, alles, das sichtbar und unsichtbar ist, und an einen einigen Herrn, Jesus Christus, Gottes einigen Sohn, der vom Vater geboren ist vor der ganzen Welt, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrhaftigen Gott, vom wahrhaftigen Gott, geboren, nicht geschaffen, mit dem Vater in einerlei Wesen, durch welchen alles geschaffen ist, welcher um uns Menschen und um unserer Seligkeit willen vom Himmel kommen ist und leibhaftig worden durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und Mensch worden, auch für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, gelitten und begraben und am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und ist aufgefahren gen Himmel und sitzet zur Rechten des Vaters. Wird wiederkommen mit Herrlichkeit, zu richten die Lebendigen und die Toten, des Reich kein Ende haben wird. Und an den Herrn, den Heiligen Geist, der da lebendig macht, der vom Vater und dem Sohn ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und zugleich geehrt wird, der durch die Propheten geredet hat, und eine einige, heilige, christliche, apostolische Kirche. Ich bekenne eine einige Taufe zur Vergebung der Sünden und warte auf die Auferstehung der Toten und ein Leben der zukünftigen Welt. Amen.
Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Amen. Hört Gottes heiliges Wort aus dem 1. Timotheusbrief im 4. Kapitel, die Verse 4 und 5. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, segne jetzt dies dein Wort an unser aller Herzen. Amen. Ihr Lieben, früher, da war die Erntearbeit wirklich harte Arbeit. Was heute Maschinen erledigen und was vielleicht in wenigen Stunden geschafft ist, nämlich ein riesengroßes Feld abzuernten, das war früher eine Last für viele Erntearbeiter über mehrere Tage. Und immer der bange Blick an den Himmel, wird das Wetter durchhalten. Wenn die Ernte eingebracht war, dann feierte man ein großes Fest. Der Graf oder der Großbauer im Dorf, der lud alle Helfer mit ein. Alle sollten es gut gehen lassen nach der Plage. So entstanden Erntefeste. Wir feiern heute kein Erntefest, sondern wir feiern ein Erntedankfest. Und da liegt der Schwerpunkt eben auf dem Dank. Wir danken nicht den Arbeitern, wie damals der Gutsbesitzer, sondern wir danken Gott als dem Geber aller Gaben. Und so feiern wir Erntedankfest, indem wir Gott danken für die guten Gaben, die er uns unverdientermaßen gibt. Wir danken Gott für die guten Gaben. Schauen wir uns um im Alltag. Wie wunderbar und reichlich ist er wieder geschmückt. Wir finden da die unterschiedlichsten Dinge, die Gott auch in diesem Jahr wieder hat wachsen lassen. Verschiedene Getreidesorten. Wir finden Kartoffeln und Rüben. Wir finden unterschiedlichstes Obst. Und wenn wir auf den Alltag blicken, da sehen wir auch wieder Weintrauben und ein Brot. Auch wenn das Jahr vielleicht am Anfang nicht so aussah und auch im Sommer, wo es so heiß war, es das nicht erahnen ließ, Gott hat uns wieder reichlich Ernte einbringen lassen. Vielleicht auch im eigenen Garten. Oh, wie viele Äpfel sind dieses Jahr gewachsen? Und Gurken und Tomaten. Ja, Gott hat uns, hat dich nicht vergessen. Er gibt dir jeden Tag reichlich. Denn dass die Natur Dinge hervorbringt, geschieht nicht automatisch. Gott schenkt Wachsen und Gedeihen. Darum reden wir auch von Gaben, die Gott uns gegeben hat. Es ist nichts natürlich, auch wenn wir es vielleicht biologisch erklären können, wie eine Frucht am Strauch wächst. Gott ist derjenige, der uns alles gibt, was wir haben. Zum Leben, zum Essen, auch alle Kleider. Der Apostel Paulus nennt uns den Wert dieser Gabe, wenn er im Heiligen Geist schreibt, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Der Apostel Paulus, der drückt hier dem, was wir alle täglich bekommen von Gott, einen Qualitätsstempel aus. Gut, wir könnten auch sagen, es ist edel, es ist perfekt. Bis heute ist das so, bei allem, was Gott schafft. Wenn wir etwas hervorbringen, dann geben wir uns alle Mühe, aber das heißt noch lange nicht, dass wirklich alles, was wir zustande bringen, am Ende wirklich gut ist. Manches weist da vielleicht Mängel auf oder Fehler und wir ärgern uns selber, dass es nicht so geworden ist, wie wir uns das gedacht haben.
obwohl wir uns angestrengt haben. Bei Gott ist alles immer gut, ist immer alles makellos und perfekt, was er schafft. Darauf darfst du dich verlassen. Das galt nicht nur unmittelbar nach den 6 Tagen, in denen Gott überhaupt erst einmal alles ins Dasein gerufen hat, sondern das gilt auch heute noch bei allem, was er schafft. Denn Gott ließ den Apostel Paulus ganz allgemein reden von dem, was Gott gibt, was er schafft. Er redet nicht nur von den Schöpfungswerken, sondern im Zusammenhang ist zunächst von Ordnungen die Rede, die Gott gegeben hat. Beispielsweise aufgeführt die Ordnung der Ehe, die Gott gut geschaffen hat als eine Gemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau. Aber er hat eben nicht nur diese geschaffen und er gibt uns nicht nur zu essen und zu trinken, sondern alles, was wir brauchen. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, schreibt Paulus. Du siehst an dem geschmückten Altar, du siehst aber auch an den reich gedeckten Tischen bei dir zu Hause immer wieder, wie gut es Gott mit dir meint, wie reich er dich beschenkt und nicht vergisst. Darum haben wir allen Grund, ihm zu danken. Nicht allein dafür, dass er uns jeden Tag unsere Schuld abnimmt, unsere Sünde vergibt, vielleicht auch die, dass wir oft so undankbar ihm gegenüber sind für das, was wir essen und trinken. Dafür, dass es uns hier in Deutschland so gut geht. Oder vielleicht auch, dass wir manchmal nicht so mit den Gaben umgehen, wie er es gern möchte, sondern sie verschwenden, vielleicht sogar verderben lassen. Nein, wir dürfen Gott auch ganz besonders dafür danken, dass er uns bis heute täglich reichlich zu essen gibt. Und in diesem Jahr wollen wir auch ganz besonders dafür danken, dass er uns gesund erhalten hat. Wie behütet sind wir hier in Deutschland bisher durch die Corona-Pandemie gekommen? Gott hat es geschafft, dass uns Zustände wie in Italien, in den USA, in Südamerika oder anderen Teilen der Welt erspart geblieben sind. Das ist nicht selbstverständlich. Und wir können es nicht nur der Regierung zuschieben oder sagen, ja, wir Deutschen, wir sind halt standhafter. Nein, Gott hat es gegeben. Gott hat uns, hat dich behütet und bewahrt. Ein Grund, heute Gott dafür zu danken. Es lohnt sich, wirklich darüber nachzudenken, wie reich Gott uns beschenkt. Tag für Tag, Jahr um Jahr. Und ihm dann dafür zu danken. Dabei darf es natürlich nicht und kann es nicht beim Dankeschön bleiben. Wäre es nicht ein Ausdruck von Undankbarkeit, wenn wir nur einmal im Jahr am Erntedankfest Gott danken würden? Wie sieht es denn die anderen Tage im Jahr aus? Lässt er uns da Hunger leiden? Lässt er uns etwa nur eine einzige Nacht im Bett schlafen? Und sonst müssten wir unter der Brücke kampieren? Nein. Tag für Tag schenkt uns Gott, was wir brauchen. Und darum wollen wir noch Tag für Tag dafür danken. Zumal wir wissen, was Gott durch Paulus aufschreiben ließ. Alles, was Gott uns gibt, wird durchs Wort und durchs Gebet, eben auch durchs Dankgebet, geheiligt. Dadurch wird es dir zum Segen und nicht bloß zur Kraftquelle, wie die Nahrung ohnehin. Preisen wir Gott für seine treue und wunderbare Güte. Nicht nur zum Erntedankfest, sondern Tag für Tag. Ja, wir feiern Erntedankfest und danken Gott für seine gute Gabe, von der wir wissen, dass wir sie eigentlich nicht verdient haben. Es ist unverdiente Gabe. Wir haben gesagt, dass alle Gabe Gottes von Haus aus gut ist. Und trotzdem schränkt der Apostel Paulus etwas ein.
Er sagt, es ist nur nicht das verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Was Paulus schreibt, dürfen wir gut und gerne auf unser ganzes Leben beziehen. Nicht nur auf Essen und Trinken. Lass einmal abends vor deinem inneren Spiegel den Tag noch einmal ablaufen wie ein Film. Nimm dir die Zeit. Denke daran, was hast du an diesem Tag erlebt? Wofür kannst du Gott an diesem Tag danken? Und wofür vielleicht nicht? Denn bei diesem blickenden Rückspiegel am Abend, da wirst du ja nicht nur Dinge sehen, wo du sagst, danke Gott, wie wunderbar hast du mich hier behütet oder wie reich hast du mich hier gesegnet, sondern dir fallen sicherlich auch Dinge auf und ein, wo du sagst, es wäre besser gewesen, wenn Gott das nicht bei mir gesehen hätte. Wenn er dieses Wort oder diesen Satz vielleicht nicht gehört hätte aus meinem Mund. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn mir dieser böse Gedanke nicht gekommen wäre. Ja, der Blick in den Spiegel am Abend des Tages, der zeigt uns eben auch unsere Schuld und unsere Sünde. Und das kann heilsam sein. Wenn uns dieser Blick nämlich dann zu dem leitet, der genau in dieser Sünde willen gestorben ist. Und dieser Blick kann heilsam sein, dass wir eben dann auch sagen, es ist eben nicht selbstverständlich, dass wir uns an einen gedeckten Tisch setzen oder dass wir den Kühlschrank aufmachen und der voll ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir jeden Tag eine Heizung haben, wenn wir sie brauchen, und fließend Wasser. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir überhaupt etwas zu essen, zu trinken und zur Kleidung haben. Es ist alles unverdiente Gabe unseres Gottes. Und dafür wollen wir gern danken. Nicht nur zum Erntedankfest, sondern jeden Tag. Wir zeigen Gott damit, dass wir es erkannt haben. Du stehst dahinter. Es war nicht nur meine Arbeitskraft, die hast du mir auch gegeben. Es war nicht nur meine Gesundheit, die hast du mir erhalten. Du hast mir mein Brot im Schweiß meines Angesichts verdienen lassen und es mir so gegeben. Du hast die Möglichkeit gegeben, dass es, wenn es hier und da vielleicht Missernten gab, wir trotzdem nicht Hunger leiden müssen, weil wir weltweit vernetzt sind und Dinge einkaufen können für unser Land, wenn sie benötigt werden. Und schau doch einmal in die Supermärkte, was Gott uns da alles kaufen lässt. Wie viel von Früchten oder von anderen Dingen davon wachsen gar nicht hier und wir dürfen sie trotzdem genießen. Gott sei es gedankt. Wir haben allen Grund, jeden Tag ihm zu danken. Und ich frage mich manchmal, woher kommt eigentlich der dumme Ausspruch, dass Kaffee trinken gibt der liebe Gott umsonst. Alles gibt Gott uns unverdienterweise. Das ist Kaffee trinken eingeschlossen. Und darum wollen wir auch fürs Kaffee trinken ihm danken. So wie für Frühstück, Mittag und Abend. Und zwar nicht bloß, indem wir die Hände falten und ein Gebet daher plappern, weil wir es gewöhnt sind, sondern wirklich von Herzen wollen wir ihm danken, weil er uns unverdientermaßen so reich gibt, was wir brauchen, viel mehr. Wenn wir undankbar sind, dann könnte uns vielleicht auch der Gedanke kommen, ja, vielleicht reicht es Gott langsam mal mit unserer Undankbarkeit. Denken wir an uns selbst. Wie lange sind wir bereit, einem Menschen etwas zu geben, einem Freund, Bekannten, Nachbarn, und er dankt uns nie? Kommt dann nicht irgendwann der Moment, wo wir sagen, so, jetzt kriegt er nichts mehr. Eigentlich müsste Gott so mit uns handeln. Eigentlich müsste er diesen Rhythmus, den er geschaffen hat, einfach mal anhalten. Dass eben Sommer und Winter nicht in der Regel laufen. Dass Tag und Nacht plötzlich nicht mehr so laufen wie gewohnt. Dass Saat und Ernte nicht so laufen wie gewohnt.
Das wäre das, was wir verdienen für unsere Undankbarkeit, für unsere Schuld, für unsere Sünde. Weil wir Gott gegenüber oft so lau sind vielleicht. Aber keine Sorge. So ist Gott nicht. Gott ist in seinem Wesen nach Liebe. Und deshalb will er sich auch gerne an das halten, woran er sich selbst verpflichtet hat. Er hat gesagt, es soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Sommer und Hitze. Es soll nicht aufhören, Saat und Ernte. Bis zum letzten Tag dieser Erde. Und deshalb darfst du dich auch freuen und Gott dafür danken. Ja, er steht zu seinem Wort und er wird dich weiter versuchen bis zum Ende deines Lebens. Wird er dir geben, was nötig ist. Und wir zeigen Gott, wenn wir ihm dafür danken, wir haben es verstanden. Du steckst in der Alm. Doch Dankbarkeit ist nicht damit getan, dass wir zu den Mahlzeiten und zum Erntedankfest in besonderer Weise Gott danken, sondern wir zeigen unsere Dankbarkeit eben auch im Umgang mit dem, was er uns gibt. Wie verwenden wir das, was er uns anvertraut? Sei es Speise und Trank, sei es unser Geld, sei es unsere Kraft oder andere Gaben, die er uns gibt. Wir wissen, es sind gute Gaben Gottes. Und die werden dadurch verwerflich, dass wir nicht so damit umgehen, wie Gott es eigentlich möchte. Wir können auch sagen, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, aber wenn wir es nicht so verwenden, wie er es möchte, dann wird das an sich Gute verwerflich. Lass es mich an einem Beispiel zeigen. Gott gibt uns Essen und Trinken, das ist gut und wichtig, wir brauchen das, um Energie und Kraft zu haben für unser Leben. Und wir dürfen das gerne nutzen. Wenn wir es aber übermäßig nehmen, wenn wir zu viel essen, wenn wir, wie es die Bibel sagt, und wie wir es auch aus unserem Sprachgebrauch kennen, wenn wir fressen, statt zu essen, oder wenn wir saufen, statt zu trinken, wenn wir also zu viel nehmen von dem, was Gott uns eigentlich als Gutes gegeben hat, dann kann es unseren Körper durchaus schädigen. Und dann ist es eben nicht mehr gut. Das liegt aber nicht daran, dass die Gabe an sich nicht gut war, sondern liegt an uns. Also ihr Lieben, lasst uns doch die Gaben, die Gott uns gibt, auch verantwortungsbewusst nutzen. Und so zeigen wir ihm nämlich ganz besonders unsere Dankbarkeit. Du vertraust uns etwas an und wir sehen es, dass wir Verwalter sind dessen, was du uns gibst. Und wir dürfen Gott bitten, rechte Verwalter zu sein. Alles so einzusetzen und zu geben und auszugeben, wie es ihm zur Ehre und dem Nächsten auch zu Nutzen reicht. Zumal wir wissen, was Gott uns auch durch Johannes niederschreiben ließ. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Wer aber außerhalb der Liebe Gottes ist, der bleibt auch in Ewigkeit fern von ihm. Gott wollte das bei uns allen verhindern. Und er möchte es gern verhindern. Und deshalb beschenkt er uns nicht bloß mit dem, was wir zum Leben hier auf dieser Erde brauchen, mit Essen und Trinken, mit Kleidung und Nahrung, sondern er beschenkt uns auch mit seinem Wort, mit der Vergebung. Er beschenkt uns damit, dass wir Gottesdienste halten dürfen, zum Abendmahl gehen können, ja, dass wir ewig leben können. Auch das ist ein Geschenk, ist eine Gabe Gottes für dich. Wie wunderbar ist das? Ja, wir haben allen Grund, Gott zu danken für seine gute Gabe, die er uns unverdientermaßen aus freien Stücken aus seiner Liebe schenkt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle von uns, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.
alle leiblichen und geistlichen Güter, die du uns durch deine Gnade immer aufs Neue austeigst. Du hast deine Hand freundlich aufgetan und Samen, Wachstum und Frucht auf den Feldern gegeben. Deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Herr, wir sind alle deine Barmherzigkeit und Treue nicht wert, die du uns erweist. Wir haben deine Gaben vielfach missbraucht und deine Wohltaten nicht beachtet. Sei uns gnädig, Herr, und rechne uns unsere Sünden nicht zu. Gib, dass deine Güte uns zur Umkehr leitet und wir deine Gaben in Gottes Furcht gebrauchen. Erwecke in allen, die du beschenkt hast, Dankbarkeit, damit sie gern teilen und ihrem Nächsten Gutes tun. Bewahre die Notleidenden vor Bitterkeit und Trotz. Gib uns jeden Tag, was wir für unseren Leib brauchen. Lass auch unsere Seele nichts von dem fehlen, was sie nötig hat. Erhalte uns dein Wort und Sakrament. Du hast sie uns als Speise und Trank für die Ewigkeit gegeben. Dies bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es sei noch Folgendes bekannt.
bekannt gegeben. Unseren letzten Gottesdienst zum Kirchweihfest vergangenen Sonntag besuchten 89 Personen. Das Dankopfer zugunsten der Baukasse erbrachte 395 Euro. Gott der Segne, Geber und Gab. Auch die heutige Sammlung ist dafür bestimmt und zeigt ihre Opferwilligkeit und Dankbarkeit gegenüber Gott herzlich anbefohlen. Auch wenn sie anders als sonst üblich nicht durch Umgang am Altar, sondern am Ausgang eingehen. Ich bringe Grüße mit aus Süddeutschland. Ich war letzte Woche zum Kirchweihjubiläum, zum 25-jährigen Kirchweihjubiläum in meiner ersten Gemeinde. Und die Gemeinde lässt herzlich grüßen. Sie sind herzlich eingeladen zu unserem nächsten Gottesdienst. So Gott will, versammeln sich die Gemeinde am kommenden Sonntag um 9 Uhr zum Gottesdienst, den Pfarrvikar Tobias Hübner halten wird, da ich am kommenden Sonntag die Berufungsversammlung und vorher den Gottesdienst in Schönfeld halten werde. Gott sei Dank, die Störung kam erst jetzt. Sie sind auch eingeladen, nämlich die Schüler, zum Unterricht zu den bekannten Zeiten am Dienstag und am Mittwoch. Am Mittwoch um 19 Uhr kommt der Vorstand zur Beratung im Unterrichtszimmer zusammen. Am Donnerstag sind Sie um 19.30 Uhr eingeladen zur Bibelstunde, Katechismus intensiv. Wir sind in der Behandlung im ersten Artikel. Am Samstag ab 10 Uhr werden wir Jugendliche aus unserer Kirche zu Gast haben. Das eigentlich geplante Jugendtreffen von Freitag bis Sonntag ist aufgrund von Corona auf ein paar Stunden am Samstag geschrumpft. Aber es ist wichtig und schön, dass die Jugend zusammenkommen kann unter Gottes Wort, und das soll am Samstag hier geschehen. Bitte denken Sie auch da in der Fürbitte, im Gebet an die Jugend unserer Gemeinde und unserer Kirche. Nun möchte ich allen Gemeindegliedern herzlich danken, die durch ihre Gaben mitgeholfen haben und durch ihre Zeit die Kirche so schön zu Gottes Ehre, aber auch zu unserer aller Freude zu schmücken. Vielen Dank für diesen wunderbaren und reichen Schmuck. Sie können die Gaben gerne heute mitnehmen oder dann morgen Nachmittag abholen. Das ist Ihnen überlassen. Ob morgen eine Klasse der Martin-Luther-Schule hierher kommt, ist noch nicht ganz sicher. Es ist noch offen. Danken möchte ich auch allen, die mitgeholfen haben bei der Installation der Videotechnik. Wir haben heute das erste Mal wirklich live gesendet. Allerdings, keine Sorge, noch nicht für alle zugänglich. Aber es war mal ein Testlauf, um zu sehen, ob dieser Gottesdienst, ob das möglich ist, dass wir live über YouTube den Gottesdienst übertragen können. Das ist heute gemacht worden. Ich weiß zumindest von einer Zuschauerin, die sich darüber gefreut hat, unsere Gemeindeglied Annette Kiesling. Und ihr Mann war maßgeblich mit dran beteiligt bei der Installation. Und ihr Sohn sitzt hinten an der Technik und hilft mit, dass es überhaupt möglich ist, die Bilder zum richtigen Moment auch ins Netz zu stellen. Ja, die Videotechnik hat Geld gekostet und Sie sind herzlich eingeladen, mitzuhelfen, die 6.000 bis 7.000 Euro, die es gekostet hat, nicht als Minus im Haushalt für dieses Jahr stehen zu lassen, sondern auch da mitzuhelfen, dass das abbezahlt wird, ohne dass der laufende Haushalt belastet wird. Am Ausgang finden Sie jetzt auch endlich die neuen Quartalspläne für das vierte Quartal 2020. Bitte beachten Sie besonders auch, was vorne auf dem Deckblatt steht. Alle Termine, die da drin angegeben sind, sind vorbehaltlich von Änderungen durch Corona natürlich erstmal geplant und eingestellt. Wir wollen uns zum Schluss grüßen mit Gottes Wort zum Erntedankfest aus Psalm 145, Vers 15. Aller Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Der dreieinige Gott segne uns alle mit dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Jetzt sind Sie eingeladen, raus zum Chor zu gehen.